Ich habe gerade erkannt, was Fibromyalgie ist. Das betrifft vor allem Frauen. Das patriarchal strukturierte gesellschaftliche Leben war nicht daran interessiert, da mehr zu forschen. Das wurde dann so ein bisschen psychosomatisch abgetan. Und wisst ihr, was dahinter steckt? Geile Scheiße, Mille. Alle, die diese diffusen Schmerzen haben, Ladies, ihr seid voll der Hammer, weil ihr habt eine unbändige weibliche Kraft in euch, die nicht gelebt werden konnte. Ja. Und es war einfach nicht gefragt, ne? Diese diffusen Schmerzen im Bewegungsapparat, nirgends reinzupassen, nicht dazuzugehören, weil man das halt nicht will. Das ist alles, was unsere weibliche Qualität ausmacht, und das darf jetzt endlich befreit werden. Also man hat sich so lang klein damit gefühlt, versteht ihr? Falsch und klein damit gefühlt. Und ich habe ja schon länger entschieden, nicht mehr zu leiden. Dennoch habe ich diese ganzen körperlichen Beschwerden, und ich liebe meinen Körper und nehme den ernst und freue mich so, dass wir endlich an dem Punkt sind, das jetzt auflösen zu dürfen und zu können. Und ja, es wird auch wirklich Zeit, dass die weiblichen Führungsqualitäten, die so anders sind wie die männlichen, ja, ihren Ausdruck finden. Es hat so viel mit Kreativität und Vielseitigkeit zu tun und Komplexität. Also das Gegenteil von dem, was bisher auf der Welt gelebt wurde. Und deshalb konnte man sich nicht wirklich einpassen, wohlfühlen, dazugehören, weil das nicht ging. Ja, wir waren gar nicht falsch. Die Zeit war noch nicht reif. Und jetzt ist sie reif. Ja, das darf sich jetzt lösen. Jeder auf seine Art. Da sind wir gespannt. Und ich freue mich über alle, die sich da mitteilen und mit auf den Weg machen jetzt. Denn das ist noch eine wirklich schöne Sache, die uns erwartet, und ein großes Abenteuer.